Hallo und herzlich willkommen in der Küche. Ich muss mich jetzt selbst noch mal ein bisschen nicht lippensynchron nachsynchronisieren, denn tatsächlich war der Ton in der Küche schlechter, als ich erwartet hätte. Das will ich euch nicht zumuten. Außerdem ist das Video wirklich viel zu lang geworden. Ich schnippel es jetzt auf den wesentlichen Zusammenschnitt zusammen, weil das ist halt einfach nicht nötig. So, worum geht's überhaupt? Es geht darum, dass ich verschiedene Kochsysteme ausprobieren wollte mit Spiritus-Kochsysteme und mal schauen, wie lange die jeweils kochen. Und zwar ein Direktvergleich, immer den gleichen Brennstoff, fast immer den gleichen Brenner, sofern das System überhaupt zulässt, immer den gleichen Brenner zu nehmen und dann einfach mal gucken, welche zusätzlichen Einflüsse, nämlich die Verwendung des Windschutzes, des Topfständers, des Topfes selber, Topfgröße und so weiter und so fort. Also alle anderen Parameter außer der Brenner selber und der Brennstoff, welchen Einfluss haben die denn so auf das Kochverhalten mit Spiritusbrennern? Und ich habe da jetzt so ziemlich alles ausprobiert, was ich irgendwie rumfliegen hatte und was ich nicht erst extra aus dem Ausrüstungskeller hätte holen müssen. Ja, und die Ergebnisse waren ungefähr so, wie ich es erwartet hätte, denn je effizienter und je besser das System zueinander passt und je mehr man einen geschlossenen Brennraum sozusagen erzeugt, je weniger Hitze nach außen entweicht, desto besser funktioniert das Ganze. Und das werde ich jetzt dann einfach im Folgenden mal mit ein paar Beispielsystemen zu versuchen zu belegen. Und ich habe mir da jeweils die Kochzeiten für 300 Milliliter Wasser, immer 300 Milliliter Wasser, immer direkt frisch aus dem Wasserhahn, also sprich, das Wasser hatte immer dieselbe Temperatur, habe ich mir mal jeweils aufgeschrieben, weil ich hinterher dann eben vorher nachher Messung, wie viel wiegt mein Kocher mitsamt Spiritus gemacht habe, weiß ich auch, wie viel Brennstoff ich verbraucht habe und eben wie lange es gedauert hat, bis es jeweils gekocht hat. Es sind mir ein ganz paar kleine Fehlerchen unterlaufen und zwar habe ich halt keine Möglichkeit, einfach weil ich kein entsprechendes Gerät habe, festzustellen, wann das Wasser denn jetzt nun exakt kocht. Wäre natürlich toll, wenn man da irgendwie einen hochlabormäßigen Temperaturfühler im Topf hätte, dass man genau sagen kann, Wassertemperatur ist jetzt 100 Grad, das kann ich halt nicht. Und dadurch ist meine subjektive Einschätzung, jetzt kocht's, eben nun mal nicht besonders genau. Also man kann wahrscheinlich bei den allermeisten Sachen plus minus 10, 15 Sekunden rechnen, wo auch immer man jetzt den Punkt des wirklichen Siedens festmachen möchte. Zumal das ja auch noch mit der Meereshöhe variiert. Für die Leute von uns, die im Gebirge unterwegs sind, ist das durchaus ein Thema. Ab 1000 Meter spielt schon ein paar Grad Rolle. Also ein paar Grad hat das da schon Auswirkungen. Und wenn man dann wirklich in den hohen Alpen unterwegs ist, sind es schon wirklich deutliche Unterschiede, wann das Wasser kocht aufgrund der Luftdruckabnahme am Himalaya oder auf dem Himalaya, je nachdem welcher Berg, ist das dann sogar richtig, richtig deutlich spürbar. Gut. Ne? Also das waren so die groben theoretischen Geschichten. Und jetzt gucken wir uns mal System 1 an. Ja, System 1 besteht eben aus dem Torx-Spiritus-Brenner. Den kennt man, den hat man sicherlich schon mal gesehen. Wir verwenden eben meistens diesen und den ebenfalls von Torx gelieferten Drahtkörbchen, nenne ich das jetzt einfach mal, Drahttopfständer. Das ist eine ebene Fläche, darauf steht ein Topf, der ebenfalls eine ebene Fläche unten hat. Einigermaßen sicher, aber es gibt halt auch keinerlei Riffelung oder sonst irgendwas, was ein Rutschen noch zusätzlich reduzieren könnte. Wenn man den auf einer glatten Oberfläche draufstellt und ein bisschen dabei sitzt und ein bisschen aufpasst, besteht sicher relativ wenig Risiko. Das System ist so nicht praxistauglich, weil in der freien Landschaft gäbe es halt in irgendeiner Form Wind und da man bei Natur nie weiß, wie viel Wind es geben wird, müsste man in jedem Fall sich was mitnehmen, wo man auch einen Windschutz dabei hat. Also ich kann wirklich da nur davon abraten, zu versuchen, ohne Windschutz zu kochen. Also außer man hat unendlich viel Brennstoff, unendlich viel Zeit und unendlich viel Lust, lange auf sein heißes Wasser zu warten. Aber für längere Touren ist das ja jeweils nicht der Fall und dann braucht man schon in irgendeiner Form irgendeinen Windschutz. Und ja, das Ganze zieht sich sonst
ziemlich lange. Ja, der Titantopf, der hier noch Verwendung findet, das ist eben ein Titantopf. Die sind sehr leicht vom Eigengewicht her, sind aber nicht besonders gut, was den Brennstoffverbrauch angeht, weil sie eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Wäre die Wärmeleitfähigkeit höher, könnte man insbesondere, wenn man einen recht schwachen Brennstoff wie Spiritus verwendet, sein Wasser auch schneller heiß bekommen. Das ist hier jetzt aber halt eben nun mal nicht der Fall. Dafür ist der Topf an sich sehr leicht. Auf kurzen Touren ist es besser, mit einem höheren Brennstoffverbrauch zu arbeiten, dafür mit einem leichteren Geschirrset. Erst bei sehr langen Touren ja, lohnt sich dann ein geringerer Brennstoffverbrauch, trotz eines schweren Geschirr inklusive Kochersets, weil man erst dann eben durch den Brennstoffverbrauch das Mehrgewicht wieder reinholt. Aber das müssen dann ehrlich gesagt schon sehr lange Touren sein und am besten noch gleich mit mehreren Personen. Hier kocht es jetzt dann demnächst und dann haben wir also quasi so ein bisschen einen Basiswert, was denn die Variante ohne eben Windschutz für Zeiten aufweist. Der Fairness halber muss man dazu sagen, ich habe hier ziemlich lange gewartet, bis es wirklich sprudelnd gekocht hat. Bei den anderen Systemen hat mir eine erstes leichtes Blubbern schon gereicht. Und so gesehen wäre dieses System wahrscheinlich noch ein Ticken schneller gewesen, gut 15 Sekunden, wenn ich das überall gleich gemacht hätte. Habe ich aber nicht, weil es ein relativ spontanes Video gewesen ist und das bereue ich jetzt auch sehr. Aber zum Wegschmeißen ist es zu schade und besser machen kann ich es jetzt rückwirkend leider nicht mehr. Wir sind hier aber bei 4 Minuten 48. Ich habe dazu jetzt so ein lustiges Bildchen jeweils zum Einblenden bei den einzelnen Systemen. Das System Brenner und Gitter wiegt 42 Gramm, das steht oben, und der Brennstoffverbrauch ca. 12 Gramm, das steht unten. Das, wie gesagt, ist alles nicht ganz optimal gelaufen, wäre in Wirklichkeit vielleicht noch ein Ticken besser. Und je nach Situation sowieso, wenn man besonders heißes Wasser hat, wenn man besonders kaltes Wasser hat, ist es natürlich viel schlechter und so weiter und so weiter. Aber da haben wir jetzt einfach mal einen groben Ausgangswert. Selbst bei suboptimalen Bedingungen im Freiland, sollte das ohne Wind wohlgemerkt mit dem Kochsystem so zu erreichen sein. Ich habe auch extra mal noch recherchiert, was denn andere Leute da für Werte haben und das deckt sich ziemlich gut mit dem, was ich hier auch festgestellt habe. Kommt also ungefähr hin. Ja, System Nummer 2 ersetzt ja, das Drahtgitter durch diesen Windschutz hier. Das nennt sich Vargo-Windschutz, dieses Teil. Und das sehen wir jetzt uns noch ein bisschen genauer an. Beziehungsweise wir stellen erstmal fest, dass wenn man eine Tasse so draufstellt, dann ist das eine hochwackelige Angelegenheit. Funktioniert zwar so gerade so und ich würde es jetzt auch nicht nochmal ausprobieren. Ich habe es jetzt einmal versucht, einfach weil ich unbedingt wissen wollte, geht das? Und wenn ja, wenn es geht, wie gut funktioniert denn das? Brennt das schnell, brennt das langsam und so weiter? Aber ja, also ich würde auch selbst in der heimischen Küche nicht empfehlen, das im größeren Umfang anzuwenden. Wenden und wenn dann halt wirklich höchst vorsichtig, also am besten gar nicht nachmachen. Aber wie funktioniert jetzt dieser Windschutz? Das sind im Prinzip mehrere Bleche, die miteinander scharniert sind, die man dann eben um jeden beliebigen Kocher, der einigermaßen vom Durchmesser her passt, drumherum legen kann und auch als dreieckiger Aufbau. Was wir jetzt machen, ist mal die Dreieckvariante ausprobieren, denn die hat immerhin den Vorteil im Vergleich zu der viereckigen Version, dass das eine recht hohe Oberfläche gibt, wo man gut eine Tasse draufstellen kann und die steht dann stabil. Kann man hier sehen, steht stabil, hat aber auch seine Nachteile, und das sehen wir jetzt. Ja, zünden wir das Ganze erstmal an. Das funktioniert noch so ganz gut. Dann auch den Windschutz quasi da drumherum bauen, funktioniert noch relativ einfach, gerade weil man es nicht mit Windschutz anzünden muss, sondern kann es vorher machen und setzt ihn dann einfach drumherum, stellt die Tasse drauf. Bedienung sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel. Das ist soweit überhaupt kein Problem. Und das Problem kommt dann eher dann zustande, wenn wir uns eben angucken, dass hier die Flammen nur einen ganz kleinen Bereich vom Topfboden überhaupt erreichen, weil ganz viel Topfboden befindet sich eben außerhalb vom Windschutz. Und das führt auch dazu, dass da eben gar keine Hitze hinkommen kann. Und wenn wir nur,
ich sag jetzt mal, die Hälfte des Topfbodens überhaupt nur heiß machen können mit unserer Flamme, dann erhitzt sich das Ganze selbstverständlich ziemlich langsam. Auch der Kocher kriegt relativ wenig Sauerstoff. Ihr seht, da rechts unten ist so eine kleine Mulde in dem Blech. Da kommt schon Luft durch und es reicht auch nicht, dass er deswegen ausgeht. Aber ja, viel Luft kriegt da halt eben nicht. Ja, und bei 6 Minuten 13 habe ich dann gemeint, jetzt müsste es doch eigentlich kochen und mal nachgeschaut und festgestellt, jupp, jetzt kocht es inzwischen auch. Aber das ist damit halt doch deutlich langsamer als das vorhergehende System, einfach ohne diesen Windschutz. Und man könnte meinen, der bringt also nicht viel. Das liegt allerdings wirklich nur an dem dreieckigen Aufbau, weil jetzt gucken wir uns gleich nochmal die viereckige Variante an und die war dann schon ziemlich effizient. Hier nochmal das Datenblatt. 54 Gramm wiegt insgesamt das System. 6 Minuten 15 hat es gedauert und wir haben dabei 15 Gramm Brennstoff verbraucht. Das ist also mit Abstand das schlechteste System hier in meinem Vergleich. Dieser Dreiecksaufbau, also eine ganz, ganz blöde Idee in Anführungszeichen. Weiter geht es nochmal mit dem Vago-Windschutz. Diesmal in der viereckigen Variante mit Büroklammer, damit das einigermaßen hält. Es bleibt eben eine wackelige Angelegenheit und gerade auch mit Inhalt sitzt eine Tasse auch nicht unbedingt besser als die leere. Das ist also echt wirklich was, wo ich nicht empfehlen würde, das nachzumachen. Rückwirkend hätte ich es auch nicht machen sollen, aber jetzt habe ich es gemacht, es ist auch nichts passiert, aber ist schon eigentlich wirklich keine besonders gute Idee. Man hätte auch eben dieses Drahtgerüst noch mit reinstellen können, dann wäre es stabil gewesen. Das würde ich auch in Zukunft so durchaus machen wollen, aber dann ist das Gesamtsystem halt etwas schwerer. Wenn man noch das Drahtgestell dazu nimmt, ist man bei 75 Gramm allein für den Aufbau, für die Tasse. Die Tasse wiegt übrigens 82 Gramm. So, das hat jetzt sehr gut funktioniert. Wir sind bei 3 Minuten 15 und es scheint schon fast zu kochen. Ist noch nicht ganz der Fall. Warum funktioniert das jetzt gut? Naja, weil eben die Hitze alles schön nach oben steigt und wir keinen Seitenverlust haben. Zur Seite weg kann die Hitze nicht entweichen, weil da ist ja der Windschutz und sorgt dafür, dass sie nach da nicht kann. Stattdessen muss alles hochsteigen und zumindest mal am Topfboden vorbei. Sogar noch teilweise an den Wänden des Topfes hochsteigen. Da ist noch nicht 100% gekocht, deswegen lege ich es noch mal drauf und versuche noch ein paar Sekunden später. Und siehe da, ein paar Sekunden später hat es dann auch gereicht. Es blubbert jetzt nicht so sehr und so intensiv wie bei den anderen Varianten, aber ist trotzdem bisher das schnellste System. Sagen wir mal, wir hätten 4 Minuten gebraucht, dann wäre es immer noch das mit Abstand schnellste System von dem, was wir bisher so im Einsatz hatten. Das heißt, bei ähnlichem Gewicht, zumindest solange man den stabilen Ständer weglässt, ist es deutlich effizienter, einfach dadurch, dass ein Windschutz da ist. Selbst wenn gar kein Wind geht, würde Wind gehen, dann wäre wahrscheinlich das Ergebnis von einem unwindgeschützten System zu einem windgeschützten System natürlich nochmal viel deutlicher. Ja, und mit 4 Minuten Kochzeit und einem Brennstoffverbrauch von gerade mal 10 Gramm ist das also durchaus eine sehr valide, sehr effiziente Möglichkeit, vergleichsweise mit dem bisherigen Krempel, ne, um sein Wasser tatsächlich heiß zu machen. Selbst wenn man dann noch zusätzliche 20 Gramm, 21 Gramm für das Drahtgitter in Kauf nimmt. Wir wissen jetzt, ein deutlich effizienter als nur das Drahtgedöns ist die Variante das Teil als Windschutz, ne? Und möglicherweise kann man dann, damit das halt halbwegs wackelfrei steht, das Drahtdingens trotzdem noch kaufen, wenn man es nicht sowieso schon hat. Das ist aber auch nicht teuer. Oder sich sowas selber improvisieren, irgend sowas in dieser Richtung aus Blumendraht, aus was auch immer. Irgend so einem Gartengitter, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus mit so einem Kram selber machen. Metall selber bearbeiten, da bin ich raus, ne? Aber das ist wirklich nicht teuer. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt dieses Ding hier als Topfhalter. Einfach weil es leicht und halbwegs stabil zumindest ist. Also ich traue mich, das draußen einzusetzen. Na klar, das ist keine besonders rutschsichere Angelegenheit, aber das traue ich mich schon zu, dass wenn man da vorsichtig ist und sich einen guten Platz sucht zum Kochen und das Ganze beaufsichtigt, das sollte man sowieso ja natürlich immer machen, damit da nichts passieren kann und jederzeit bereit ist zu löschen, wenn was zu löschen wäre. Und ja, ne? Also wir nehmen jetzt wieder das hier als Topfhalter.
Und da kommt jetzt drumherum um unseren Topf dieser Windschutz. Zu dem mache ich noch ein extra Video, weil der sich bei mir persönlich sehr bewährt hat. Ich finde den großartig, aber dazu dann, wie gesagt, ein anderes Mal mehr. Der macht ein bisschen Lärm. Deswegen baue ich das jetzt einfach mal auf, damit sich dann keiner beschweren kann, dass es so laut in der Kamera gewesen wäre, und dann sage ich es euch. So, und weil das wirklich ziemlich gräuslich klingt im Mikrofon, habe ich das jetzt schon mal vorbereitet und vertone das jetzt auch wieder mittels Voice-Over. Also ihr seht, das ist ein ziemlich langes Stück Titanblech, das man mit einem kleinen Magneten unten befestigen kann, das dann auch auf der Rückseite, also der mir zugewandten Seite, hat es einen Schlitz, wo einerseits der Topfgriff zum Beispiel rauskommen kann, und auf der anderen Seite ist hier eben diese Wölbung unten. Das ist erstens zur Luftzufuhr und zweitens, wenn man mit einem Gaskocher, der ein Kabel hat, oder mit einem Benzinkocher, der eine Brennstoffleitung hat, arbeitet, muss die ja auch irgendwo durch. Und drum ist das, wie es ist. Und ansonsten steht das Ganze jetzt so da, wie wir es beim allerersten Versuch schon gemacht haben. Wir starten die Uhr gleich und zünden das Ganze an und schauen mal, was bei rumkommt. Vom Prinzip her ist es einfach ein anderer Windschutz als der Vago Windschutz, aber trotzdem haben wir hier ein System mit Windschutz auf ansonsten ähnlichem Ständer. Gefällt mir so gesehen sehr gut, weil dieser Titanblechgedöns ist erstens sehr, sehr leicht und zweitens vielfältig für verschiedenste Töpfe einsetzbar. Man kann also auch den Durchmesser von dem Titanblech variieren, indem man den Magneten woanders einsetzt, aber das muss ich euch, wie gesagt, wirklich woanders nochmal separat zeigen. Und sämtliche Hitze, die jetzt unten hochsteigt, steigt eben durch das Titanblech gehalten am Topf entlang nach oben und macht auch noch die Wände des Topfes mit heiß. Hätten wir jetzt also noch mehr Wasser im Topf, wäre das wahrscheinlich noch deutlicher, weil das Wasser weiter oben im Topf steht und das Erhitzen der zusätzlich von den Topfwänden dann eben auch nochmal Hitze aus Wasser überträgt. Dadurch, dass der aber relativ leer ist, ist dieser Bonus-Effekt wahrscheinlich nicht besonders ausgeprägt. Die Aufnahme vom Kochprozess ist dann leider nichts geworden, aber trotzdem war es, ist ja zu erwarten, 4 Minuten 5 schnell, wiegt mit Titanblech und Drahtstände das System 69 Gramm und der Brennstoffverbrauch war bei ganz ähnlicher Zeit wie zum rechteckigen Vago-System logischerweise auch mit 10 Gramm zu wiegen. Jawohl. Und damit ist es das fast gleich effiziente System wie eben die Variante mit dem Vago-Blech. Das überrascht mich wenig, weil es ist im Prinzip ja selbe System. Ein Windschutz, der komplett den Kocher umschließt, der wenig Lücke lässt, wo irgendwie Hitze entweichen kann, und das Ganze eben schön eng um den Topf, um den Brenner drumherum. Das wundert mich also nicht, dass das hier vergleichbare Werte gibt. Jetzt kommen wir ein bisschen zum kleinen Elefant im Raum, in Anbetracht dessen, dass der ja große Diskussionen auslöst. Kennt ihr noch dieses Blech? Das ist der X-Boil. Und ich habe mal die dazugehörige Dose hier auch entsprechend da. Und will jetzt auch genau dieses System so nochmal verwenden mit Spiritus, damit wir also so eine halbwegs Vergleichbarkeit mit den anderen Kochern haben. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde den am besten mit Brenngel. Hat dann noch diverse andere Vorteile, aber so soll er jedenfalls mit Spiritus verwendet werden. Man soll da auch den Deckel noch drunter packen, damit der Abstand zum Topf dann passt. Und dann gibt es da noch so lustige Topfhaken. Wo sind sie? Hier sind sie. Also die Kritikpunkte, die es an diesem System gibt, sind weder in der Haptik noch in der Einfachkeit der Verwendung, abgesehen davon, dass es Einzelteile hat. Also man kann an Kritikpunkten quasi, ich fasse das mal zusammen. Es gibt verlierbare Einzelteile, die Leistung ist nicht besonders überzeugend und das Ding ist von vielen Leuten als zu teuer empfunden. Ich möchte mich da anschließen und finde ihn auch ein bisschen happig. Ja, ein bisschen ziemlich happig auch, durchaus. Andererseits, wer das ausgeben möchte, wer das Ding so kaufen möchte, der soll das gerne tun. Das ist dann völlig in Ordnung und jeder kann ja so machen, wie er lustig ist. Vorteile, das ist im
in sich ein schönes, geschlossenes, klein verpackbares System, hat quasi überhaupt kein Packmaß, ist sehr leicht, immer noch sehr leicht. Und wir haben von allem, was ich bisher gezeigt habe, hier mit Abstand den festesten Sitz der Tasse. Das Ganze hier ist eine super solide Angelegenheit und lässt sich quasi gar nicht umschmeißen. Ist in der Handhabung sehr einfach. Man kann die Tasse jederzeit rausnehmen. Der Griff wird nicht sauheiß. Bei der Variante eben, da wurde der Griff natürlich genauso heiß wie alles andere auch. Und man muss dann irgendeine Möglichkeit da haben, wie man überhaupt seine Tasse greifen kann. Braucht noch einen Lappen, muss sich irgendwas einfallen lassen. Das ist dann gar nicht so einfach und in der Handhabung schon ziemlich umständlich. Wiegen tut das Ganze. Ist der Windschutz an sich mit den Topfhaken wiegt 51 Gramm. Und die Dose, da ist jetzt natürlich schon Spiritus drin, und zwar 20 Gramm wieder, die wiegt nochmal 25 Gramm, wenn ich den Spiritus abziehe. Also Moment, wir haben jetzt 25 Gramm, damit ich auch richtig rechne, plus 48 Gramm, ja, also circa 73 Gramm, ne? Schreibe ich mir mal so auf, 73 Gramm. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Könnte sein, dass der Brennstoffverbrauch, auch wenn der jetzt relativ lange braucht zum Brennen, der Brennstoffverbrauch relativ gering ist, weil er eben keinen Jets hat, sondern es einfach nur eine Dose mit Spiritus ist, eine Spirituspfütze, die brennt. Und die brennt möglicherweise langsamer, als das im Torx der Fall ist. Und auch wenn jetzt also die Brennzeit ziemlich ewig sein dürfte, verglichen mit den anderen Sachen, heißt das nicht, dass der Brennstoffverbrauch deshalb nicht möglicherweise auch relativ niedrig ist. Das sollten wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Und das tun wir jetzt auch. Und zwar bereite ich die Stoppuhr vor. Und die Uhr läuft wieder, wenn es draufsteht. Ja, also Bedienung ist natürlich schon wirklich, wirklich viel einfacher als beim anderen Zeug. Und Deckel drauf. Gut, wir warten und sehen dann, was bei rauskommt. So, wir sind bei 4 Minuten. Das dampft hier schön nebendran, teilweise schon vorbei, aber nee. Das sieht zwar interessant aus, weil hier die Flammen vorbeischlagen und es klingt auch gefühlt, als würde es kochen, tut's aber noch nicht. Allerdings ist er hier jetzt viel schneller, als ich das letzte Mal draußen im Wald ausprobiert habe. Ja. Ja, man kann ihn dann noch ein bisschen hin und her rücken, je nachdem, wo man möchte, dass die Flammen rausschlagen. Will ich natürlich weniger, dass die auf der Griffseite rausschlagen. Aber jetzt ist das kochend. Nein, das reicht noch nicht ganz. Ja, es ist natürlich blöd, weil ich jetzt zweimal in den Deckel da reingeguckt habe. Macht irgendwie mehr Krach als die anderen Systeme. Wenn die so viel Krach machen, kocht es halt direkt. Ich gucke nochmal nach. Wir geben, ja, jetzt. Ja, wir geben noch 5 Sekunden zu durch das Deckellupfen. Und das Schöne ist jetzt, ich kann den relativ gut greifen. Ich nehme jetzt trotzdem noch mein Tuch, weil ich Angst habe, aber das geht recht gut. Also von der Bedienbarkeit, von der Haptik her ist das schon bisher das beste System. Damit kurz zum Datenblatt. Der X-Boil, der wiegt 73 Gramm, ist damit ein paar Gramm, also wirklich nur ein paar Gramm schwerer als die anderen Systeme. Das ist also nicht das Problem. 5 Minuten 10 macht ihn ungefähr eine Minute langsamer als den schnellsten Kocher im Vergleich. Dafür hat er allerdings einen vergleichsweise geringen Brennstoffverbrauch. Das heißt, für 5, ja, sagen wir mal so, er braucht pro Minute Kochen circa 2,2 Gramm Brennstoff, zumindest hier jetzt in meinem einen Versuch. Wenn man das vergleicht mit dem Torx, der braucht pro Minute Kochen circa 2,5
Gramm Brennstoff. Das heißt, pro Brennstoffzeit ist der Torx der ineffizientere Kocher, also der braucht mehr Brennstoff pro Zeit, dafür macht er aber auch mehr heiß. Also nimmt sich das nicht viel, gleicht sich ungefähr fast aus. Torx war hier bei mir halt eben um 1 Gramm Brennstoff effizienter. Das kann aber in der Praxis so derart stark variieren, dass die Ergebnisse sehr nah beieinander liegen und das nicht unbedingt bedeuten muss, dass das hier ein viel schlechteres System, zumindest vom Brennstoffverbrauch her, nicht zwingend ein schlechteres System sein muss. Also wirklich nicht. Liegt ganz nah beieinander. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Jetzt nehmen wir nämlich nicht unseren klassischen Titantopf, sondern ich möchte gerne mal wissen, wie im Direktvergleich dieser hier abschneidet. Den hatten wir in Grönland dabei, den verwenden wir auch sonst gerne. Der hat hier unten einen Wärmetauscher. Heißt, man macht Hitze in dem Ring, Hitze steigt nach außen und geht dann hier durch diese Lamellen, ja, und wird dann sehr effizient an das Topfinnere weitergegeben. Der Topf hat 1 Liter Fassungsvermögen, dann ist er aber auch voll, ist antihaft beschichtet, das heißt, man kann mit dem Teil auch wunderbar wirklich kochen. Für 2 Personen geht es so gerade so, wenn man eben guckt, dass man sparsam ist, und nennt sich Etapot. Ist nicht leicht. Das ist also per se kein super leicht Kochsystem mehr. Alles andere, was wir jetzt bisher angeguckt haben, waren super leicht Kochsysteme. Wie viel wiegt ein Etatopf mit Deckel? 279. Ohne den Topf jetzt getestet zu haben, machen wir mal folgende Rechnung. Wir haben so ungefähr 190 Gramm, die unser Etapot mit Deckel schwerer ist als unser Titanpot mit Deckel. Aber mit 190 Gramm lässt sich ganz gut rechnen, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht nur 187 sind oder was auch immer. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir 3-mal am Tag kochen, jeweils 300 Milliliter, so wie hier in dem Beispiel. Vielleicht für morgens für einen Kaffee, mittags für eine Suppe und abends Wasser, mit dem wir irgendein Fertiggericht aufgießen. So, nun mal angenommen. Und dann hätten wir 900 Milliliter Wasserverbrauch am Tag, müssten also dementsprechend 3-mal kochen, würden pro Kochvorgang angenommen 3 Gramm Brennstoff sparen, weil der Etapot ja so effizient ist. Und das heißt, wir sparen in 10 Tagen 9 Gramm pro Tag, also 90 Gramm in 10 Tagen an Brennstoff und müssten dementsprechend nach Adam Riese so ungefähr 21 Tage lang rumlaufen, um das Mehrgewicht vom Kocher wieder auszugleichen. Die Rechnung stimmt insoweit, dass die halt für eine Person, die wirklich nur 900 Milliliter heißes Wasser am Tag braucht, gerechnet ist. Ja? Wenn man das allerdings für 2 Personen rechnet, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und im Etapot kann man ja für 2 Personen kochen. Denn dann müssten wir im Vergleich sozusagen 2-mal einen Titantopf mit Deckel mitschleppen, wenn wir zu zweit jeweils einen haben wollen, denn der Etapot ist ja für 2 Personen. Das heißt, ein Topf für 2 Personen darf so viel wiegen wie 2 Ein-Personentöpfe für 2 Personen, weil das wäre ja die Alternative, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass jeder seinen eigenen Topf dabei hat. So, und dann beträgt nämlich die Differenz gewichtstechnischer Art bloß noch 100 Gramm von Etapot zu 2 Zitat-Töpfen mit Deckel, und wir bräuchten die doppelte Menge Wasser und gehen mal von 1800 Millilitern pro Tag aus. Bei weiterhin 3 Gramm Brennstoffersparnis pro 300 Milliliter heißes Wasser, und dann reduziert sich die Anzahl der Tage, die wir eben rumlaufen müssen, um mit der Brennstoffersparnis das Mehrgewicht des Kochers ausgeglichen zu haben, auf 6 Tage. Gut, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Die meisten Paare, die unterwegs sein werden, werden nicht 2 kleine Köcherchen mitnehmen, sondern einen und den dann 2-mal verwenden, wenn es dann schon so ein System sein soll. Oder alternativ, man wird halt einen größeren Titantopf mit Deckel statt einem Etapot mitnehmen. Der ist dann schon auch schwerer, aber immer noch leichter als jetzt zum Beispiel eine 2-kleiner-Titantopf-Lösung. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir jetzt sagen, wir nehmen trotzdem
trotzdem nur einen kleinen Titantopf mit und müssen weiterhin 190 Gramm an Gewicht einsparen bei einer Verdopplung der Wassermenge, die man benötigt. Das heißt, ein Wasser, das man es benötigt, sind das dann nur noch in Anführungszeichen 10 Tage, die man unterwegs sein muss, um mit der Brennstoffersparnis das Mehrgewicht des Kochers ausgeglichen, des Topfes ausgeglichen zu haben. Und ja, jetzt muss man sich halt kloppen, beziehungsweise jetzt kommt es sehr drauf an, ob man halt sagt, ja gut, ich koche aber nicht 180 Milliliter heißes Wasser pro Tag, sondern ich koche 2,5 Liter und dann kommen wir irgendwie auf 8 Tage runter. Und da kann es jetzt schon Leute geben, für die das eventuell effizient sein kann. Ja, kann es geben. Muss jetzt nicht zwingend so sein. Okay, los geht's. Uhr bereit machen. Und wir zünden. Machen erst den Windschutz drum. Er hat auf meiner Seite hier noch eine Öffnung. Ne? Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Das ist trotzdem so. Und hier den da drauf. Und jetzt habe ich ganz vergessen, das Wasser reinzumachen. So, das heißt, in dem Moment, wo das Wasser drin ist, also das sind schon wieder die 300 Milliliter. Keine Sorge, machen wir jetzt Uhr an und ja, ich gebe zu, das war jetzt nicht perfekt, aber erfüllt doch auch hoffentlich ausreichend unseren nicht wirklich wissenschaftlichen Anspruch, den wir hier haben. So. Ja, fast, oder? Ja, so gut wie. Jetzt habe ich natürlich wieder den Deckel runtergenommen. Und na, ach Mann, ich will doch, dass du siegst, mein Lieblingssystem. Also persönliche Vorliebe, ne? Ja, komm jetzt. Kocht. Kocht. Seht ihr ja gar nicht. So, also leicht köchelnd ist es. Das zählt als Kochen. Ich gebe noch 3 Sekunden zu, dadurch, dass ich. Ja gut, ich habe den Deckel runter gemacht. Dann sagen wir jetzt mal 3 Minuten 15. Ne? Ja, machen wir es kurz. Der Etherbot hat etwa 3 Minuten 15 gebraucht. Brennstoffverbrauch waren dabei etwa 7 Gramm. Aber das ist natürlich mit Abstand das schwerste System. Der ist auf Effizienz getrimmt, was geht, bei eben höherem Eigengewicht. Und das kann sich eigentlich wirklich nur bei sehr langen, sage ich jetzt mal, Touren irgendwann mal bezahlt machen. Ja, ne? Ist halt so. Ich sag ja schon nichts mehr. Also, Original Trangia Brenner mitsamt diesem ganzen Gelumpel hier. Das ist natürlich ein hocheffizienter Topfständer und alles eine Angelegenheit. Das hat sich bewährt seit dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt. Wie ich schon häufiger erzählt habe, legendäre, uralte, bewährte Ausrüstung. Ganz, ganz toll. Dazu der Original uralt Trangia Brenner. Den gibt es auch für relativ wenig Geld. Der ist also deutlich günstiger als ein Torx. Hat die gleiches Prinzip, ist aber aus Messing und nicht aus Titan und damit einfach per se erstmal deutlich schwerer. Er ist etwas größer, er hat ein größeres Fassungsvermögen. Wir machen hier jetzt trotzdem nur 20 Milliliter rein, 20 Gramm Spiritus rein. Wir zünden an. Wir stellen den Topf drauf. Zack, drücken auf Start, machen den Deckel drauf. So, das Trangia-System ist tendenziell so schwer, dass es halt niemals durch eine mögliche Brennstoffersparnis sein Gewicht ausgleichen kann. Es ist auch schwer zu vergleichen, weil wir haben hier 2 Töpfe, wir haben hier noch eine zusätzliche Pfanne. Das ist einfach ein Luxuskochsystem, da ist Ausrüstung dabei, die man nicht unbedingt braucht, wenn man nur heißes Wasser auf irgendwas draufkippen kann, möchte. Und hier kannst du halt richtig, richtig mit kochen. Deswegen, das kann man wirklich nicht ganz vergleichen. Trotzdem wollte ich gerne mal wissen, was hat denn der eigentlich für einen Brennstoffverbrauch mit dem Original Trangia Brenner? Und ja, das sehen wir jetzt auch dann gleich, wenn es kocht. Ja.
4 Minuten 10 waren das jetzt. Ja, da der Tranke ja sowieso außer Konkurrenz läuft, ist das jetzt auch nicht so dramatisch wichtig, aber 4 Minuten 10 ist ziemlich, ziemlich gut. Evelyn meinte auch, nachdem die ja den Tranke ja schon viel benutzt hat, dass der sich dich ja auslacht, wenn du mit ihm nur 300 Milliliter heißes Wasser machen möchtest. Das gehen doch auch ganz andere Mengen problemlos. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Machst du in so einem kleinen Titanbecher 300 Milliliter Wasser, dann könntest du auch noch 400 drin machen, vielleicht auch 450, aber dann hört es auch irgendwo schon wieder auf. Hingegen der Trangia, das sind 1,6 Liter Töpfe und da kann man auch 1,6 Liter entsprechend reinmachen, deswegen ist das so ein bisschen hinkend natürlich der Vergleich. Trotzdem, 4 Minuten 10, das ist gut, das ist nicht ausgezeichnet, weil Testsieger war ja eben die Rechteck-Vago-Windschutz-Variante mit dem Torx drunter, mit geringfügigen Abstand gefolgt von der Variante mit dem Titanblech drunter, aber der Torx ist schon der leistungsstärkere Brenner, der braucht allerdings mehr Brennstoff tatsächlich, denn unser Trangia hat hier nur 9 Gramm Brennstoff gebraucht, bei etwas längerer Brenndauer zwar, aber der Torx braucht 10. Das heißt, da ist schon also durchaus die Effizienz gegeben, der gute alte Trangia-Brenner. Es gibt schon Gründe, warum sich dessen Aufbau im Laufe der Jahrhunderte, will ich fast sagen, stimmt jetzt nicht ganz, aber im Laufe der Zeit nie verändert hat und der immer noch in der Originalfassung vorhanden ist, so wie er damals erfunden worden ist. Und es macht halt einfach unglaublich Spaß, mit dem Trangia zu arbeiten. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, den man nicht außen vor lassen darf. Ja. Fazit, persönliche Vorlieben haben einen zu großen Einfluss, als dass man irgendwie sagen könnte, was jetzt hier gewonnen hat. Reiner Brennstoffverbrauch, Sieger ist der ETA-Topf mit entsprechend Brenner, Drahtständer, Titanblech in 3 Minuten 15 und bei 7 Gramm Brennstoffverbrauch. Das ist dann interessant, wenn man sagt, ich möchte gerne Brennstoff sparen, um langfristig Geld zu sparen. Es geht mir gar nicht so sehr um Toureneffizienz, sondern einfach, ich möchte umweltfreundlich sein und möglichst wenig davon verbrauchen. Ja, dann ist auf jeden Fall der ETA-Pod der Sieger. Wer es super eilig hat, mag den ETA-Pod vielleicht auch ganz toll finden. Und ansonsten ist er halt interessant für Leute, die zu zweit sehr lange unterwegs sein wollen und dann durch die Brennstoffersparnis das Gewicht vom ETA-Pod irgendwann wieder rausholen. Aber da muss man halt wirklich sehr, 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 sehr lange für unterwegs sein. Und das muss einem auch klar sein, dass es wahrscheinlich nicht die effizienteste Lösung sein wird. Es sei denn, man macht halt 3 Wochen, ne? Ohne irgendwie zwischendurch irgendwelche Ausrüstung und Verpflegung nachfüllen zu können und so weiter. Gut. Das Eingangssystem Nummer 1 oben, Brenner-Drahtständer ohne Windschutz, das hat halt eben einfach gewichtstechnisch ist den größten Vorteil, dass es super, super leicht ist und wenn man weiß, dass kein Wind geht, funktioniert das auch. Wenn allerdings hingegen Wind geht, ist das raus und falls Wind geht, können wir uns jetzt kloppen, ob wir lieber einen Vago-Windschutz und Torx-Brenner-System haben wollen, das wir im rechteckigen Modus betreiben. Das wiegt dann eben 76 Gramm, wenn wir wollen, dass nichts umfällt und schafft es in 4 Minuten bei 10 Gramm Brennstoffverbrauch oder eben den Brenner mit meinem Titanblech-Windschutz, der Krach macht und deshalb auch nicht so beliebt sein dürfte, schafft es quasi auch in 4 Minuten und 5 Sekunden bei ebenfalls 10 Gramm Brennstoff. Das ist beides effizient und ein bisschen komplizierter in der Anwendung als zum Beispiel das X-Boil-System, das mit 11 Gramm Brennstoff fast genauso viel Brennstoff verbraucht, ein bisschen mehr halt eben, aber etwas langsamer kocht mit einer ganzen Minute und noch ein paar Sekündchen extra, die es länger braucht, ist vom Gewicht her aber sehr, sehr vergleichbar wie die beiden Systeme. Und ja, jetzt hängt es halt davon ab, willst du lieber einen sicherstehenden Topf bzw. eine sicherstehende Tasse, eine einzige mögliche Tasse, die man da drauf verwenden kann, keine Flexibilität wie bei den anderen Systemen und dafür steht die sicher.
und die sind verlierbare Einzelteile, egal, dann bist du wahrscheinlich beim X-Boil, wenn du dazu noch super toll findest, dass das alles zusammen in eine Tasse passt und kein Packmaß hat und, und. Ansonsten wäre man wahrscheinlich dann doch eher bei den Torx-Varianten mit entsprechenden Windschützen, Schutzen. So. Und wer die Gourmet-Menüs zaubern möchte, nimmt sowieso den Drangia. Der ist also wirklich quasi außer Konkurrenz. Aber ich wollte halt einfach mal wissen, wie er im Vergleich so abschneidet. Ja, und damit sind wir durch. Und jetzt habe ich noch den Küchen-Ben, der zumindest noch Tschüss sagen kann. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.